Wahnsinnsgruppe des Kanons, die sich 100% nur dran halten, was der Kanon sagt. Das sind über 50.000, deswegen darf ich mit 1.000 Leuten ja nicht so quaken. Aber ich tue es, bin nämlich ein Fliegenschiss in den Himmel und ich kacke den Universum zu. Aber egal. Ja, ich mag das. Da sind schon mal 75.000 gegen uns, dann wollen wir reinziehen. 75.000 gegen uns. Kanon. Was? Aber Kanon doch ist Kanon. Ich muss mal lesen. Geh mal zu den Kanonisten. Nein, schieb da mal die Kugel rein. Und Legolisten, die gilt nämlich auch. Legends nennt sich das. Okay, jetzt, ja, ich mache dir extra den Quatsch. Weil ihr beiden, merke ich, nicht bemerkt habt, zwischen 7 und 8, was da abgegangen ist. So, nämlich. Wurde ja auch nie irgendwie. Ja, gesagt. Ja, nur bei den Verrückten. Ja. Bei den Verrückten und bei den Kanonisten, die haben dazu Fotos. Ne? Die, hallo, die wissen alles. Boah, wenn ich. Wir drei schauen uns den Film Fanboys an. Da kenne ich nichts, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht. Oder macht heute auf YouTube Fanboys. Ja. Nein, damit ihr wisst, warum ich hier so ein Ablässer hier. Ne? Emotion ist das schönste Geschenk. Okay, 7 und 8. Habe ich ja gesagt, hätte ich anders gedreht, aber egal. Ich habe nichts zu sagen. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal auf Spaß mit Püppchen. Dass ich das mit Püppchen nachspiele. Da müsst ihr mir aber bei helfen, weil alles alleine schaffe ich da nicht. Ne? Da wäre mal so ein Püppchenfilm. Du bist ja doch Lord Helmchen. Ich bin Lord Helmchen. Ach Mensch, ich bin live. Ich habe das gesehen. Ey, ich bin live. Guck mal, ich bin live. Ja. Guck mal, die rennen da mit dem Kamm durch die Wüste. Die kennen die Wüste durch. Ja, bei Lord Helmchen. Ah ja, fand ich auch stark. Da war irgendwo so ein Kostümfestival da wieder. Da lief auch einer rum mit diesem Pott. ja, diesen komischen Pott da. Die alle so einen Eisprung darstellten oder was. Ja. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, man darf Star Wars nicht so ernst nehmen. Und diese Sendung wird auch nicht so ernst gestaltet. Was? Ich gehe so vor. Ja. Also, ich habe gedacht, dass wir jetzt wirklich mal. Sehr gut! So irgendwas, was. Wollte hier nach Hause fahren und sagen: Heute Abend gucke ich mir eine Wahnsinns. So echte Sendung an. Und dann kommst du mir so jetzt hier. Ja, komm hier hoch, ey! Oh, hey. Also ihr merkt schon, wie das abgeht bei der Community. Ehrenwort. Bei der Community geht das. Wenn du sagst immer, ich habe vergessen zu spoilern. Du hast dich gespoilert, dann ist aber unfair den anderen gegenüber. Tschüss! Ja, ist so. Boah, ich habe demnächst so einen Spoiler im Kopf. Irgendwie habe ich da Spoiler. Oder Warnton. Irgendwas erfinde ich jetzt. Warntöne oder so. Ja, irgendwie sowas. Okay, Schnitt, wir bleiben ernst. So, okay. Du bist echt stolz. Spaß mal beiseite. Spaß beiseite. Schieb das mal weg. Ne? So, jetzt so. Mal. Ernst. Wer hat jetzt hier den Dinges durchwitschen lassen? Aber egal. Egal. Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendeiner hat jetzt hier einen durchlatschen lassen. Aber ist nicht so schlimm. Der hat ja nichts mit dem Film zu tun. Aber egal. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ernsthaft hier in der Sendung. Über Star Wars werden wir jetzt sprechen. Was sprechen wir denn da? Ziemlich ernsthaft. Nein, ziemlich ernsthaft. Der Pizza hier wieder nicht mit. Ja, sehr ernsthaft. Ja, genau, kennst du das? Nee, ernsthaft. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Ja, genau, das ist Darth Vader, der schafft alles. Nee, oder Kylo Ren, der schafft es auch. Okay, ein Junge mit Maske. Kommt der euch wirklich vor wie ein Junge? Wie ein kleiner, dummer Junge, würde ich sagen. Ja, bei dir? Kylo, ja, weiß ich nicht. Kylo. Habt ihr die Figur noch nicht so eruiert? Habt ihr noch nicht so eingegriffen? Ja, was ich ein bisschen lächerlich fand, war bei EP8, wo er dann einen freien Oberkörper ist und die Hose und die ungefähr da, nur mal wieder was Lustiges einzuwerfen. Also das, ja, sagen wir mal so, es gibt ja einige, die sofort genauso sich abgelichtet haben. Ne? Ja, hab ich mit den ganzen Strampelhosen und so. Okay, das ist die Posse. Aber ernsthaft, wir gehen jetzt mal in den Film rein. Was ist Kylo Ren für euch? Was soll er darstellen? Warum soll ich jetzt ins Kino gehen? Warum soll ich weiterhin Star Wars wie 77 in mein Herz geschlossen, wirklich mit aufgewachsen, mit Herzblut. Die einen sind Püppchen, die anderen sind nicht Püppchen. Du baust halt gerne Flugzeuge und das alles. Du halt Film, vor allen Dingen Film und ein bisschen Lego. Aber. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen viel, ne? Nein, okay, ein bisschen. Meine lieben Kunden, ich habe immer noch die Lego im Programm. Schade eigentlich, kann vielleicht mit anfangen, wer weiß. Tue ich aber nicht. Ja, hin und wieder muss ich aus Sicherheitsgründen sagen, dass ich auch eine Firma bin und dass die Kunden nicht sagen, ey, was hast du denn da gemacht? Wir machen auch spaßige. Das könnte passieren. Ne? Ich werde auch mein Handy verstecken, damit ihr das nicht dauernd klaut bei der Sendung. So. Für die Diebe, die da waren bei der Sendung. Ne? Egal, muss auch mal gesagt werden. Okay, Schwamm drüber. Schnee von gestern.
Kylo Ren als neue böse Macht, bedingt durch Snoke, der ihn fertig gemacht hat bei 8. Und dann Kylo gesagt hat, mein lieber Freund, das hast du zum ersten und zum letzten Mal gemacht. Mach er weg. Der liebe Snoke. Hat Snoke überhaupt Gewicht gehabt? Da nicht mehr. Ja, ja, da nicht mehr. Boah, der war nur halb so schwer. Der war halb so schwer. Hat der denn überhaupt Gewicht gehabt? Also, von JJ wurde er quasi zuerst so dargestellt. Und Rian Johnson hat dann gesagt, nein. Weg damit, genau, Schrott. Kann das weg oder soll das bleiben? Okay, also da haben wir es. Zu viele Regisseure. Hier ist nur ein Regisseur, der diese Regie führt, weil das seine Sendung ist, sein Baby ist. Aber da, bei Disney jetzt, Game of Thrones kommt, eine TV-Show kommt, Resistance in Amerikanisch oder Old English, Resistance kommt im Herbst, also es kommt. Also, viele Zuschauer, die das hier sehen, bemerke ich, dass die gar nichts wissen. Wie? Lief der Film schon? Jo, der ist schon über eine Woche alt. Läuft nicht nur, der ist gelaufen. Deswegen gibt es auch keinen Spoiler. Klar, schade. Wenn ich drin war, hat Pech gehabt, ne? Ja. Ist wie beim Essen. Wer zu spät kommt, kriegt nichts. Da gibt's keinen Spoiler. Doch, für nix. Kommst du spät, ist Spoiler. Hätt's ja eher da sein können. Ja, geil. Ich liebe Spoiler mittlerweile. Echt, ey. Hammer, Hammer, Hammer. Kommst du nicht früh zum Essen oder Kaffee, ja, ist ein Spoiler da. Wir bauen uns ein. Immer wird in die nächste Sendung eingebaut. Immer so ein Spoiler, wenn da jemand nicht weiß. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein Kind. Kind mit Maske, flippt er aus und jetzt kommt's. Schoss seine Mutter, nein, er leider nicht, seine Kumpels aber, schossen seine Mutter ins Weltall. Was soll jetzt daran so schlimm gewesen sein? Ich meine, was da abging bei den Nerdys und so, wow, 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 Miss Poppins, boah, da ging's ja richtig ab. Die arme Frau tat mir jetzt schon leid. Wir können ja nichts dafür, dass die Dame in Wahrheit verstorben sind. Also ich persönlich mag keine Manifestierung. Er und sie müssen jetzt hier manifestiert sein, weil die zu dieser Sendung gehören. Ist klar. So, wenn ich jetzt andere hier reinsetze, müsste ich die Sendung verändern. Ist auch klar. Oder ich müsste halt mit hoher Technik arbeiten, dass die so bleiben, wie sie sind. Wenn wir jetzt im Filmgenre sind. So, sie ist rausgeschmissen worden. Wir wussten leider alle, dass sie leider schon nach den Dreharbeiten verstorben war. So, dann haben wir alles mitgekommen, die Mutter ist dann auch verstorben. Die Tochter hat jetzt eine tragende Rolle bekommen bei 8, habt ihr ja gemerkt, ne? Die war sofort da, war also überwiegend präsent und hat also auch schon den Kommandoton gehabt. Ey, mir egal mit den Munition da, echt weg und so. Ich nehme die Filme jetzt schwer auseinander, weil das mein Beruf ist. Also ich habe dann Schnittfehler habe ich ja nicht gesehen, sonst wäre ich aus dem Kino gegangen. Aber Storyfehler, totale Storyfehler, also ein unheimliches Durcheinander. Ja? Okay, sie raus. Wurde dann wach, hatte sogar die Augen auf. Das ging nicht, aber egal. Bei der Macht geht auch Augen auf. Im Weltall Augen auf, würde ich euch nicht empfehlen, aber egal. Ja, und dann hat sie sich zurückgeschraubt und so weiter. Frage, hätte sie, sagen, aber die Jungs, ich meine, die Regie hätte ja reagieren können. Schauspieler ist verstorben, ja. Wir haben doch die Szene, okay, schneiden wir eben um, ist ja nichts bei, man geht eben in den Schneiderraum, dann ist sie weg halt. Ne? Dann, genau, dann wäre sie weg gewesen. So. Und wir werden dann alle traurig und so. Frage, hätte er in der 101 Minute überhaupt sterben müssen, der Han Solo? Weil ich habe ja gesagt, ich hätte den Film anders gemacht. Bei mir wäre Han Solo nicht gestorben. Ich weiß, Ford wollte den Film nie drehen. Ist ja egal, er hat sich immer aufgeregt. Der ist reingekommen, hat gesagt, wie? So wie hier. Wie sieht denn hier aus? Wie soll ich hier drehen? Ich habe auch keinen Plan. Ne? Alles grün. Ne? Doch, ja. Der war auch stinksauer, dass keine Rückholfedern waren. Also er konnte da nicht zurückholen oder so. Ja, also war eine tolle Geschichte in den 70er Jahren, was er da alles so von sich gegeben hat, zusammen mit Star Wars. So, Ford ist nicht mehr da. Also gewisse Darsteller sind leider verstorben, auch R2-D2, der da drin gesteckt hat. Heute wird alles fernelektronisch, auch BBA mittlerweile, weil zu dem Zeitpunkt 7 war der nicht fernelektronisch, da war alles in grün, mit grünen Leuten und so. War ziemlich spaßig zu sehen, wie die das da gemacht haben. Aber auch egal. Mir ist aufgefallen, dass nicht so viel Tricktechnik eingesetzt wurde. Ja, gibt ja zwei verschiedene Verfahren, CGI, weil der Typ da dieses hat, dann kommt der da. Und dann der andere FMP da, diese Tricktechnik, wo alles eingebracht wird, hier reingeschraubt und was weiß ich nicht alles, war gar nicht da, aber ist plötzlich da. Ja, ja, ihr seid Filmgänger. Was, die jetzigen Filme, ist euch da irgendwas aufgestoßen? Seid ehrlich. Ist irgendwann aufgestoßen? Irgendwie, also mir nicht.
bin ich ehrlich. Also filmtechnisch gesehen kann ich eh nicht so viel dazu sagen, aber da aufgestoßen. Mir gefällt der Filmmachstil mittlerweile, weil das passt einfach zu EP 4 bis 6, früher 1 bis 3. So, ja, so vom Stil einfach. Ja. Also dieses, was George Lucas für mich damals in Leben gerufen hat, weil ich damit groß geworden bin. Und das passt einfach so jetzt, das Neue. Klar, CGI ist natürlich viel realistischer als damals. Also ich habe jetzt vor kurzem mal EP 1 bis 3 geschaut und das war wirklich wie ein computeranimierter Film war das. Das ja. Ist ja wirklich computeranimierter Film, also auch so die Klonschlachten da auf Genosis und ja auch Naboo, einfach malerisch alles wie schön und toll, aber so diese realistische Seite, die fehlt ja irgendwo schon dabei. Also wie jetzt 7 und 8 wird ja richtig Bühne gebaut. Ja, ja, ja. Bei, vergesst es bitte nicht, bei Rogue One, ja, da haben die richtig gebaut. Also wer sich wirklich für Star Wars interessiert und kein Nerder ist, kein Hater ist, der unbedingt ins Vordergrund muss, dann ist alles scheiße, hier so T-Shirts trägt, hier Hangover Kennedy und all sowas. Ich ziele natürlich jetzt auf die amerikanische Gruppe, die mich jetzt hier nicht verstehen. Ich weiß ja nicht, ob sie einen Dolmetscher haben. Schade eigentlich, aber ist mir egal, ihr Old Amerikaner da. Also ihr hasst ja mittlerweile alles und das schwappt ja leider hier über, dass hier in Deutschland leider auch solche Hasser mittlerweile unterwegs sind. Und wenn man die dann fragt, kriegen so dicke Augen, also das ist mir gar nicht aufgefallen, ja, warum hast du dann den Film? Aber egal. Ne? Also Mary Poppins ist aufgestoßen und so weiter. Er hat aber gerade gesagt, für mich als Filmemacher habe ich gesehen, eine tolle Arbeit, auch hier in England, habe ich auch ein paar Fotos vom Zaun euch gesendet und gezeigt. Dieses Auto, ich habe mich sowieso gewundert, das ist ein merkwürdiges Auto, können wir uns auch gleich mal anschauen, steht draußen. Also ist schon eine lustige Sache, auch Nathan Fist, die Gegendarstellerin, die Junge mit den Sommersprossen und roten Haaren, hat keiner, nein, jetzt kommt's nämlich, hat keiner was gesagt, das ist doch die Zora von der Straße. Die sah echt aus wie die Zora oder diesen Walt Disney Spielfilm. Die ist euch ja gar nicht aufgefallen, ne? Diese lockigen Haare, die Sommersprossen, da fehlt nur noch Bogen und Dinge. Ja, ich hab eher gesagt, das wäre jetzt noch eine Tochter von Boris Beck. Ja, genau, das ist die Tochter von Boris Beck. Aus der zweiten Besenkammer. Ja, aus der zweiten Besenkammer, so ungefähr sah sie aus. Um daran auch mal anzuknüpfen, ihr merkt, das wird eine verdammt lange Sendung, aber ich will euch, wie gesagt, ich will euch einfach, und ich unterbreche mal eben wegen Raucherpause und wegen Kaffee und komme gleich wieder. Ja, da sind wir wieder. Grüße euch. Hallöchen. Habt ihr durchgehalten? Ja, habt ihr durchgehalten? Finde ich stark. Er hat auch durchgehalten. Ja, darf ich vorstellen? Tschui. Gehen wir auch in den Lernkurs. Ne? So, E7 kam er so ein bisschen. Bei E8 kam er ein bisschen. Aber bei Han Solo, da war er da. Total vermatscht. Spoiler-Alarm. Vorspulen. Alarmknopf. Tui war da bei Han Solo, ist ja klar. Da war er so richtig dreckig, aber ich fand das stark, wie Han Solo da fast mit dem Kopf in den Matsch war da und er fing dann an. Kann ich nicht. Kann einer von euch? Nee. Er kann nicht. Genau, dann haben die sich da unterhalten, und dann waren sie sofort Freunde. Die waren sofort Freunde fürs Leben. Und jetzt kommt es nämlich, das wissen nur Nerds. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wisst ihr denn, was da geschehen ist? Zwischen Han Solo und. Was soll da groß passiert sein? Lebensschuld! Richtig! In dem Moment, wo er stutzte und merkte, dass er endlich befreit wurde, Chewbacca wurde nämlich befreit durch Han Solo, war er ab sofort, das ist das Wookiee-Gesetz, in der Lebensschuld. Er muss also sein ganzes Leben jetzt bei Han Solo bleiben. Die Nerds wissen es, die Super-Nerds wissen es sowieso, sie hätten sofort geschrien, wenn ich das nicht gesagt hätte. Ne, Spoiler-Alarm. Ne, alles ist klar. So, das ist so. Also, dadurch sind sie Freunde geworden und dann haben die sich halt unterhalten, fand ich auch stark. Und die allerbeste Szene war im Falken, er ist ja der Freund vom Falken. Wie, du bist 190 Jahre alt. Und das allerbeste war die Freundin Kara, ne? Kira oder Kara, keine Ahnung, wie man dich richtig ausspricht. Weißt du was? Ich mache einen Kaffee.
setz dich hin, fliegt der Teil. Ich war da stark. Ich finde es sowieso stark, wie der da saß. Ja, Knöpfchen drücken, keine Ahnung. Und er ja schon so ein heimlich, ne? Habt ihr gesehen, so heimlich hat er schon so. Und was soll das denn? Ach, herrlich. Und dann sitzen sie sich da hin und dann hat er die Schalter umgelegt. Und dann sind die mit den 12 Basic da durch. Ja, genau. Ich dachte immer, das werden Rennen. Ja. Ehrlich. Ja. Immer, also im vierten Teil damals, 77, wir, hör mal, ich hab den Teil, aber Kesselrand da, so, 12 Partik, das ist ein Teil. Ich dachte immer, die hätten ein Rennen gemacht. Man ist ja vor, durch diese ganze Filme. Das ging dann um die Entfernung. Irgendwie so. Parsec ist keine Zeiteinheit, sondern eine Entfernung. Ja, irgendwie so. Jetzt wissen wir es. Weil normalerweise steht ja 20 Parsecs und der hat das ja 12 Parsecs geschafft. Also das heißt, es ist eine Entfernung. Von diesem Loch? Aber er hat aber auch abgerundet. Eigentlich waren es 13 paar 6. Ja, irgendwie so, ja. Nicht nur das. Manchmal meine ich auch, der hätte 12 Tropfen da reingetan. Und diese 12 Tropfen, ich fand so stark, der Ding kackt ab. Auf einmal, pow, weg das Teil. Ist klar, ich meine, Schrottmühle, ja. Ich fand das so geil, wie er das vorne... Ja, was auf jeden Fall. Ja, genau. Wie der den abgeschossen hat. Ich fand das so geil. Der hat abgeschossen. Ins Maul rein, da sagte Lando, was soll das denn? Ne, ist klar, hat er mal eben kurz kommentiert. Dann sagt er, jetzt mache ich was, das habe ich jetzt nicht drauf, weil ich den Film leider erst nur einmal gesehen habe. Der hat ja gesagt, dass irgendeiner das schon mal gemacht hätte, was er jetzt macht, wäre dem Schiff nicht so gut bekommen. Mach mal die Fahrwerk raus. Die machen die Fahrwerks raus und er macht da diesen Schrotti da. Und seitdem war die Mühle so richtig Schrotti. Und wir haben ja vorhin, wir haben uns gerade in der Pause den Nest angeguckt. Die junge Dame, die aussieht da wie die Zora, wo Pfeil und Bogen, ne? Sommersprossen, rotes Haar. Spoiler! Spoiler-Alarm! Ich hasse es, ich mag es, ey. So, meine lieben Freunde, wir spoilern hier, oder kennen wir nichts, wir haben gleich Spoiler auf den Haaren. Aber die machen wir rot und blau, damit die richtig auffallen. Neonfarben, ne, Alter. Aber irgendwas stimmt jetzt hier mit dem Mund nicht, deswegen packe ich mal mit. Okay, Chewie war da, Han Solo war da. Acht ist die Beste. Also wir machen heute von, also merkt ihr jetzt schon, jetzt hat das endlich gerafft. Es geht vom 25.05.1977 zum 25.05.2018. Also wir knallen jetzt in dieser Sendung 41 Jahre. Knallen wir mit Spoiler-Alarm. Ne? Ihr könnt mich mal. Ist egal. Ja, Spoiler-Alarm, ein Schwachsinn, ey. Wer am 25.05.1977 nicht im Kino war, Leute, 41 Jahre gepennt, schlaf weiter. Das ist ja so. Aber 41 Jahre, dann stellen wir uns den Solo vor. Also wir wussten aber, der schießt als Erster, da kennt ihr nichts. Das hat er bewiesen. Bennett ist tot, ist nicht mehr da. Darf nur die Brille nicht versorgen. Alles egal. Ist ein Insider. Aber wirklich, also ich fand das so genial, ja, die Filme jetzt so dermaßen mal anders zu sehen, wie Filme gesehen werden müssen von Zuschauern. Zuschauer, nicht Nerdys, nicht Leute, die interpretieren, hör mal, die Tür hätte aber anders sein müssen, weil die ging ja so auf, die hätte aber laut Buch 66, Abschnitt unterhalb von das Sirius oder keine Ahnung, hätte die nämlich so aufgehen müssen. Ja, ja, es gibt, soll es geben, die gibt es immer noch. Und dann ist der Film scheiße. Ja, genau, dann ist der Film scheiße, weil die Tür nicht so aufgegangen ist, wie zugegangen ist. Genauso wie ich jetzt, haben wir ja geguckt, ne, ist ja uns angeboten worden, der Falke, der Schrottfalke. Die Tür hinten ist dicht, ne? Die ist gar nicht auf. Ja, hast du gesehen, ne? Aber beleuchtet, ist es beleuchtet. Wieder ein Insider. Wir sprachen von De Augustini. Den meinten wir. Ja, weil die Türen sind ja immer auf. Ja, konntest du ja damals. Also, es gab ja Szenen, wo angeblich, keine Ahnung, wo die DH haben, aber egal. Ich war jetzt so oft in den Filmen drin, ich habe nie Fehler gesehen. Ich habe keine Uhr gesehen, die nicht dahin gehört hätte, wie bei Ben Hur. Ich habe auch nicht gesehen, dass irgendeiner mit der Kamera oder so oder irgendeiner deiner Stormtrooper da irgendwie an dem Helm da, ne? Nee. Ihr wisst schon worauf. Also 41 Jahre jetzt Star Wars als Zuschauer sich zu treffen als normale vor laufender Kamera, damit jetzt andere diese Sendung sehen und darüber lästern. Ablässer und Spoilern und keine Ahnung, was die jetzt alles heutzutage aufrufen, die New Generation auf Samsung, iPhone und was weiß ich nicht alles. Ne? Wir sind Kinder, Legesteine und was war da noch? Wiese, ja. Bolzen und vor allen Dingen Sand. Ne? Wir waren dreckig bis zur Kante, Mutter schrie dann ab in die Wanne.
So könnte, könnte heute gar nicht passieren immer. Nein. Mit Smartphone in der Wanne immer, da sind die ganz cool. Weißt du, die haben das hier schon so drauf gebeamt, weißt du, dann, dann können die hier so tippen auf den Knopf. Mhm. Und dann sind die ganz. Dann, ihr merkt schon, wie Star Wars ausufert. Ja? Andere sagen, stopp! Zeig mir erstmal dein Star Wars Bild. Ja, gib es auch. Du darfst nicht weiter scrollen. Du musst erst mal, nee, ich finde das alles so toll. Meine lieben Damen und Herren, Facebook ist für mich die größte Unterhaltung nach, nach der Unterhaltung von ZDF und ARD und vor allen Dingen WDR. Bei Facebook könnt ihr eure eigenen Sendungen nieder reinbauen und was weiß ich nicht. Und wir schauen uns das an. Und genau das machen wir auch. Wir wollen Star Wars so sehen, wie wir es gesehen haben als Zuschauer. Wir waren und sind auch keine Nerds. Wir lesen keine Bücher. Wir lesen keine Comics. Wir sind auch keine Püppchensammler. Nee, sind wir nicht. So, warum habe ich dann so viele Püppchen? Weil ich Händler bin. Ich verkaufe die Dinger. Bin kein Fan. Fachgeschäfte kennt ihr nämlich auch nicht mehr für die zukünftigen, zukünftig Sehenden. Denn so ein Video ist ja jetzt im Netz. Und dann könnte es sein, dass es schon 30 Jahre her ist und wir alten Säcke, 60, 90 oder 120, die jibben schon gar nicht mehr. Und ihr schaut euch so eine Sendung an. Ey, wer sind die denn? Die drei Doofen vor der Kamera, die sind wir. Klar, no. Okay, Schnitt. Schnitt! Das ist gut, ich mal wieder. Genau. Okay. Okay, da sind wir wieder. Die Jungs haben mich abgeregt. Ja, die haben mir ein paar Pillen gegeben. Ach, herrlich, sieben. Wir sind bei sieben. Gib mir nochmal drei. Ja. Gib mir nochmal drei. Ja, ist klar. Nerd. Spoiler-Alarm. Ich bin gebindet. Spoiler-Alarm. Nein, ich habe heute einen Wahnsinns-Spoiler gesehen. Ehrlich, Wahnsinns-Spoiler. Ist jetzt kein Scherz. Dann stand da Rob, sowieso so ein Name, da war nix, da war gar nichts. Da musstest du runterscrollen bis unten hin, da war so ein Punkt, da musstest du draufdrücken, dann wieder nach oben gehen, da waren dann alle Schrifteinheiten, auch Buchstaben genannt, aneinandergereiht, zu einem Satz gut und ich konnte lesen. Und wie ich dann am Lesen war, fragte ich mich, wieso war das Spoiler-Alarm? Das war alles ich bezogen. Das hat ein Mensch geschrieben von sich aus. Und deswegen mag ich dieses Spoilern. Und da, ey Leute, komm, nervt mich nicht. Ich kriege gleich wieder Pillen hier. Ich merke das schon gar nicht. Ich habe mich gerade erst beruhigt. Okay, bleiben wir bei 7. Wir sind jetzt bei 7. 7 mit Kylo. Er kommt da raus. Der Schuss, der in der Luft hängen blieb. Dieser sogenannte, wie hieß der Name? Nummer, komm. Finn. Nix Finn, Nummer. Nummer? Ja, weiß ich nicht, oder? Ich mach gleich eine Nummer, aber ich bin keine Nummer. Okay, Finn hat eine Nummer. Genau, du hast recht, du bist ja auch ein Nerd. Du weißt genau, wie der hieß da. F3745. 2178. 2178, siehst du, kommt schon. Ja, so, okay, ist mir zu lang. Hat er auch gesagt, das ist mir zu lang. Du heißt jetzt Chewie, nicht Chewbacca. So war das, also Finn. Finn mit seinem. Und jetzt kommt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Finn, der Toilettenwächter von Star Wars, der Putzeimer, der sogar das Raumschiff von Snoke, von der linken Ecke, ich glaube 9 Quadratmeter groß, rechten Ecke geputzt hat. Der wusste sogar, wo der Fluxkompensator von Zurück zur Zukunft war. Ja, richtig. Ja. Wusste der. Ja, ist klar. Der hat das alles gelernt. Wahnsinn, ne? Ein Kloakenputzer, der weiß, wie das geht. Ich habe immer, da muss ich, also wie ich es eben gesehen habe, wie gesagt, ich achte immer auf die Texturen, hörte ich immer Sanitär, irgendwie habe ich es im Gehirn nicht erfasst, ich dachte immer hier, Dings da mit Roten Kreuz und so. Sanitär ist Gas und Wasser scheiße. Schade eigentlich, also Putzmannsell. Und dann als Stormtrooper, irgendwie läuft hier schief. Merkt ihr das nicht eigentlich? Also, wir hatten Roger. Das waren die komischen Dinger da für 2 und 3. Ja, das Kanonenfutter von. Ja, genau, bei 3. Ja. Bei 3, weil das ja so geil war. Alle haben gekämpft. Ne? Hier, jetzt springe ich rein in den 12-Jährigen, da, der da war. Ne? Also, ja. Leute, wir sind eine Community über 1000, deswegen mache ich das. Damit ihr für die Zuschauer, für die Kunden, die nicht wissen, wo es hier geht. Manche schauen sich sowas an und haben keinen Plan. Heute, liebe Leute, ich lege den nächsten Plan aus. Worum es hier geht. Also, Community, Star Wars Community, Wohnzimmer. Wir treffen uns vor analoger Kamera, sind aber analog untereinander und tauschen uns aus vor laufender Kamera.
aber das hier ist zum ersten Mal die Sendung, die Vorbereitung dessen, was später ist. So wie wir beide haben uns, er war auf den Aborten, war auch dann eine Rauchen, wir beide haben uns dann von den Puppen unterhalten. Das meine ich, dann besorge ich auch Kameraleute, die uns dann begleiten. Das nennt man dann nicht Sitcom, jetzt haben wir eine Sitcom hier oder was. Reality-Show haben wir dann. Reality-TV, vielleicht machen wir mal sowas. Das sind alles, also heute ist die erste Sendung. Deswegen ist sie auch verdammt lange geworden. Muss mich schon mal drüber entschuldigen und es sind auch viele Plots da reingehauen worden und so. Es sind auch viele hier vorbeigelatscht und das passiert schon mal, das ist halt so. Aber lasst euch überraschen, die Sendung hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie ist aber noch nicht zu Ende. Auch wenn jetzt ein Schnitt kommt. Von hier? Ja, ich habe mich gerade beruhigt. Es kam ein Schnitt, damit ich mich beruhige. Ob die ja wirklich weiß, weiß ich nicht, weil wenn ich gleich im Schneiderraum bin, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Also verzeiht mir jetzt schon mal, das Rohschnitt, das ist eine Rohsendung. Wie gesagt, geboren aus Quintett, Gezimper, Drillingstrett oder so, keine Ahnung. Trieste oder so. Trio Fonale da oder so. An sich sollte jeder einen Film sehen. Vielleicht machen wir das. Also wie gesagt, das ist unsere Spontansendung, die richtige Hauptsendung. Vielleicht so die kleinen Minispots, weil wir treffen uns ja jetzt leider erst in einem Jahr. Ja, ist ja klar. Da ist Weihnachten. Es ist Weihnachten, ist Überraschung, dann kommt E9. Ja, und dann müssen wir das Ding ja wieder auseinandernehmen. Mit ganz vielen Spoilern, mit Masken, damit wir nicht erkannt werden, wegen dem Datenschutz. Ne? Ist klar, wir haben alle unterschrieben. Ne? Ich merke schon, wer zum Krömer hier. Kennt den Krömer nicht, dann gehen wir nach Berlin ins Theater und wissen, wer Krömer ist. Aber egal. Kurt Krömer, genau, er hat es ja fast, der war ist ja geil. Ja, den hätte ich gerne eingeladen als Zerflöse hier. Den habe ich leider noch nie gehört, ob der überhaupt Star Wars mag. Wenn der den Star Wars auseinandergenommen hätte, ich glaube, da hätten wir gegrölt. Ja, ist so. Ein Kind mit Maske. Ich kann mich gar nicht beruhigen, nur ehrlich. Kind immer, ey. Also ich war da auch ein Schnittfehler, ne? Mach mal ein Raumschiff klar, kann er nicht selber oder was? Ausgerechnet die beiden, die da gekommen sind, sollten sein Raumschiff klar machen. Ist der bei der Techniker? Hat die Uniform an? Hat die Overalls an? Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussehen. Ganz normale hier mit den Mützchen da. Ja, die an sich sagen, ja, geht nach links oder geht nach rechts. Ja, diese komischen Generäle da. Ja. Ja, war auch schon mal ein Schnittfehler. Ne? Mach mal meine Mühle klar da, fahr mal mein Auto vor. Also irgendwie war das falsch. Also, fahr mal mein Auto, fahr mal mein Cadillac vor, damit ich meine Mutter abschießen kann. Ey. Ich hab so eine Wut drauf. Ey. Ich bin ja wie ein Kind mit Maske. Zieh mal die Maske ab, welche Maske denn? Okay, das war ein anderer Film. Merkt ihr, wir sind Filmfreunde. Ich erzähle aus verschiedenen Filmen und münze es dann auf Star Wars. Einige Verstorbenen mögen mir verziehen jetzt. Ihr wisst jetzt nicht, wen ich da gerade persifliert habe. Ist das klar? Gewählt? Okay. Ich bleib in Dorf. Herr Bülow war das. Ne? Ja, ich gehe mit meiner Tochter nach Amerika und mache einen Lottoladen auf. Ne? Der Herr Bülow, der solche Filme da gemacht hat. Also so stelle ich mir gerade vor, wenn solche Koryphäen, nicht solche Laien wie wir, sondern waschechte Koryphäen, waschechte Komödianten, so wie Herr Bülow, also hochgradige, solche Filme mal auseinandergenommen hätten. Ja, das ist eine Marktlücke. Macht es. Zieht es durch. Nicht wie bei Disney da, die Superstars, die ja da einen erzählen, da immer Star Wars, wenn ich da drin war, weißt du, das habe ich auch jung gehauen. Ne? Ihr wisst, wen ich jetzt gemeint habe? Habt ihr gesehen? Disney. Im Disney-Kanal gibt es eine Sendung, die da über Star Wars reden und so. Und bei Disney dürfen die ja dann natürlich auch zu diesen Drehorten und alles. Also ich rede jetzt hier von der New Generation bei YouTube. Alles, was ich gesagt habe, kann bei Google nachgelesen werden oder bei YouTube rauf, runter, links rum, rechts rum. Ne? Vielleicht mache ich auch noch Links da rein, damit ihr wisst, was ich die ganze Zeit von mir gegeben habe. 8. Der ist der größte Knaller aller Zeiten. Vor 7, der schon geknallt hat. Aber wisst ihr, 2,2 Milliarden. Hat er eingespielt. Ich wusste ja auch warum, weil das ja so gewollt war, alles nochmal rein. Jetzt müssen wir uns davon trennen, haben wir uns auch gerade hinter der Kamera drüber unterhalten. Was kommt denn eigentlich? Welcher Star Wars? Ich sag dazu Star Wars 2.0, weil es neu wird. Es müssen neue Leute kommen. Ray, also die Darstellerin Daisy Ridley, das sagte ja auch schon, werde dann und dann nicht mehr dabei sein. Ja? Also sie wird jetzt keine Ewigkeit bei Star Wars bleiben. Sie hat ja auch schon andere Filme gedreht, wie diesen Express mit ihrer Mützchen auf da, als Perücke sah sie ja schon sehr niedlich aus. War auch so ein Remake, da sind wir nämlich, Remake.
So, wieso regen sich die Leute bei Star Wars so dermaßen auf, weil ein irgendein anderes Gesicht ist, weil ein anderer Han Solo da sitzt, ja, anstatt Harrison Ford. So, sie regen sich jetzt drüber auf bei E9 wegen Carrie Fisher. Carrie Fisher gibt es nicht mehr. Jetzt sollte man vielleicht, und man hat ja vieles gelesen, weglassen, erneuern durch einen Schauspieler, habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Es gibt, die Brille ist jetzt auch kaputt, kann ich auch entwerten. Zwei Brillen schon weg. Ich habe heute Probleme mit Brillen, die andere suche ich nämlich noch. Also wie gesagt, mir ist an sich egal, wer die jetzt spielt, wenn man die junge Dame von Fleetwood Mac, die Sängerin, nimmt, die sie wirklich unheimlich ähnlich sieht, der Carrie Fisher, die könnte man da, weil, wie gesagt, bei Rogue One hat man ja auch den Tarkin, auch wunderbar, diesen Schauspiel hat funktioniert, das Einarbeiten hat funktioniert, gut, mit CGI hätte man jetzt arbeiten können, weiß ich auch nicht, also warum regt ihr euch so auf? Wie gesagt, wir sind normale Zuschauer, uns ist es egal, frage ich jetzt einfach mal so, blind, ist es euch egal, ist eine andere Lea käme? Ja, also mir schon. Aber weil Bond regt sich ja auch keiner auf. Richtig, wir haben uns nämlich darüber schon unterhalten. Bond, es gibt so viele Bonds, denn Craig, der wollte jetzt auch nicht mehr, macht er trotzdem den 25. nochmal, aber dann auf keinen Fall. Ja, da regt sich keiner auf. Marvel, regt sich irgendeiner bei Marvel auf? Hulk, den dritten, ja, sozusagen. Spider-Man, den vierten, ja. Und so weiter. Ja, ihr Nerds, ich weiß, ich habe übertrieben, es waren nur drei. Und bei Hulk waren nur zwei. Ne? Die Nerds, die muss man ja immer bei Zocholololol. Ne? Ist ja wie so ein Schachspieler. Habe ich jetzt richtig gemacht oder nicht richtig gemacht? Oh, Wahnsinn. Ja, aber das verstehe ich nicht. Was ist denn los? Wieso ist Star Wars eine heilige Kuh? Ja, Star Wars nämlich abkoche. Wie zum Beispiel Nerdies, du musst alles so. 501, du musst alles so. Captain Rex. Ja? So, bei Marvel ist egal. Ja. Das ist Klamauk, der steht ja eh wieder auf. Ja, ist so. Infinity War, hallo. Die Kinder hier reinkamen zu mir, die hatten solche Gesichter. Also, der Spider-Man im Weltall, der ist gestorben, sind die bescheuert, verschiedene. Ey, da war richtig was los. Alle waren weg, keiner mehr bleibt. So, bis man den Kindern sagt, ja, jetzt kommt eine neue Figur. Die Marvel kommt, Frau Marvel kommt und macht doch alles. Und der Loki, der macht auch alles. Ja, am Anfang da mit den Leichen gelatscht und dann, ne, hast du auch gesehen, ne? Und so, ja, eine neue Weltordnung, also passt alles, neue Weltordnung. Wir können alles an sich draußen drehen, ne? Ja. Bei den AfD-Leuten mit 500 Leute, oh, 500 Leute, oh. Ne? So ist auch mittlerweile Star Wars. Fällt das nicht auf? Also wenn man in der Welt der Nerds lebt, ist klar. Wer nicht? Sind wir Zuschauer? Ja, wir sind Zuschauer. Wir schauen zu, aber ihr seid jetzt unsere Zuschauer. Ich hoffe, wir haben euch erstklassig unterhalten. Ja, wir haben ja also ziemlich stark aus verschiedenen Taschen gezogen, mal ein bisschen Komödie, ein bisschen Lifestyle, ein bisschen grotesk, ein bisschen auf irgendwas hingezielt. Vor allen Dingen Spoiler-Alarm auseinandergenommen, ja, den mag ich überhaupt nicht. Ja, oder die Nerdies, die alles besser wissen, 1000 Comics lesen. Über welches Buch brauche ich denn jetzt? Wenn man 39,95 für ein Buch einmal gelesen und dann in der Ecke. Nee, dann nehme ich doch lieber so einen Kopf hier über 79,95 zu kaufen. Bei mir kriegt er aber nicht. Ja, mal Amazon, beruhigt euch, kauft bei Amazon. Kauft nicht mehr bei mir, ich bin Fachgeschäft. Jo, könnt ihr euch vorstellen, die wissen nicht mehr, was ein Fachgeschäft ist, die Kinder. Ja. Onkel, warum hast du so viele Figuren? Ich finde das geil. Wenn die hier reinkommen und sagen, Onkel, warum hast du so viele Figuren? Ja, warum habe ich die wohl? Aber ist ja egal. Ja, wenn die Sammler wären, würden die nämlich zu Hause sein. Also, ich finde das stark. Also ich bin ein Fachgeschäft, keiner weiß mehr, was ein Fachgeschäft ist. Meine Kunden wissen jetzt nicht, warum ich so eine Puppe hier rumspiele. Ja, was haben Sie denn da? Manche kommen nämlich rein, weil mein Originalname ist nämlich AWA Movie, seit zig Jahren. Hör mal, AWA Movie, was hast du denn da wieder getrieben? Ne? Da weiß ich also, der hat wieder einen Film geguckt. Dann kamen hier welche rein, aber ich finde das so toll, was du da machst. Und da weiß ich halt, also es wird doch gesehen. Ne? Ja. Weil früher wusste ich es, wie wir das eigene Fernseher hatten, Uprom TV, Du bist TV, auf 98,5 Astra digital. Da hatten wir 6,8 Millionen Zuschauer, freue mich heute noch drauf, dass wir so viele hatten, aber war so. Du bist TV, du musstest im Internet, CeBIT 1995, musstest du nämlich dann irgendeinen anklicken, der dir gefiel. Umso mehr Klicks du hattest, kam es ins reale Fernsehen.
Also wir haben so viele schon tolle Sachen gemacht. Und heute gibt es nur noch Facebook, Nerdies und Spoilers und Disneys und... ist so. Es gibt keinen... Doch, die gibt es noch. Dailymotion. Clipfish gibt es kaum noch. Seven Lord, Kiwi, die schauen mich an, die wissen gar nicht, was das ist. Und du, die Community. Ja, ist so. Das war so schön. Du hattest deine eigene Website. In deiner eigenen Website hast du alles reingepackt. Wir hätten das wunderschön animieren können. Ja, du deine Website. Ich meine, dann hätten wir da was da aus. So richtig toll gemacht. Jetzt machen wir hier eine Wahnsinnssendung als Zuschauer, belustigen die anderen Zuschauer, die jetzt Zuschauer sind. Wir sind Zuschauer und schauen euch zu. Aber ihr wollt uns dauernd was verkaufen. Ja, also Hammer. Echt dauernd. Ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Und das Allerbeste, das sind die besten Sendungen. Die sind so geil. Die haben so viel Ahnung von Disney, die sind schon Disney. Ja, ja, die sind schon Disney. Immer, ja, warte mal, was glaubst du denn, was Disney jetzt damit beabsichtigt? Bist du jetzt ehrlich, du weißt jetzt, was Disney damit beabsichtigt, sei ehrlich. Weißt du das? Nee. Deswegen, oh, die wissen es. Ja, da kommt er raus. Disney will uns da. Oh, echt? Stark, der hat so einen Knüppel los, eine Wahnsinnskappe auf, aber der auch da drauf, so Disney will uns da was verkaufen. Natürlich will Disney uns da was verkaufen, mein Lieber. Das ist das Einzige. Kann das sein, dass wir zu normal sind? Nein, wir sind nicht normal. Wir sind nicht normal, sonst würden wir hier nicht sitzen und schwitzen und unheimlich viel Spaß haben. Leute, jetzt seid ihr mal dran. Ich habe jetzt versucht, so lauter Style-Vorlagen. Jetzt kriegst du eine Wahnsinns-Style-Vorlage. Warum magst du 8? Weil Anschluss an 7. Warum magst du 7? Da ist er nämlich. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Da ist er nämlich. 7 hat keinen Anschluss. 7 fängt neu an. Ja, mit einer Schrotthändlerin. Da bin aber immer drauf hingewiesen, du dreckige Schrotthändlerin. Und die hat viel mehr Macht in der kleinen Finger wie du im ganzen Körper. Ja, ist so. Die hat sogar den Dennis Craig hingekriegt. So. Der als Stormtrooper da. Du dumme Schlampe, du dumme. Dreckige, dann auf einmal war er ruhig, schmiss dann das Ding weg, ich gehe raus. Ja, und sie war frei. Haha, dann schau mal. Einfach, immer, was sagt uns die Filme? Die Filme sagen uns, du kannst so klein sein, wie du willst, du kannst Hartz-IVer sein. Jawohl, Hartz-IVer in der Wüste bei Jakku. Schmeckst eine Kuh. Ja, aber egal, ja, du vergisst dich ja der Kuh. Ja, ich sag so, du kriegst doch eine Drittel, Viertel Ration. Und wenn du so einen kleinen, runden Körper hast, der sich BB-8 nennt, dann kriegst du natürlich ganz viel. Ja, ist halt so. Ja, ihr merkt schon, wir haben den Film gesehen. Wir haben uns den wirklich angeguckt, aber bis zum Gehen nicht mehr. Ich finde das so toll, da sind so viele tolle Schauspieler in diesen Masken. Ist kein Scherz, also der den Dicken da gespielt hat, da war ja auch alles Animation, ne? War ja kein Kautschuk und so, nur Teil-Kautschuk und all solche Sachen. Ja, genau. Ja, der war der andere. Der war der hergelatscht ist. Nein. Sein Pack war der ist auch bei Impact. Ja, mit den Rapieren. Aber der rumeiern. Ja? Superstars, die auch bei Star Trek rumgeeiert sind als Chekhov. Chekhov ist verstorben. Das ist hier der Scotty. Scotty. Ja, Beam Me Up Scotty, der mit dem kleinen Gnom. Ne? Richtig. Genau, den hat der Original nämlich auch nicht gehabt. Aber egal, der hat nie gesprochen, nur kaum. Ne? Nur selten. Ja, wollte ich mal sagen. Also ihr merkt schon, wir driften ab, weil. Es bleibt nicht aus. Wie ich bei 7 gesessen, in einem volldichten, wirklich volldichten Kino und eine Jungfrau neben mir saß und sagte, wie, J.J. Abrams, der macht doch Trick. Wie kommt denn der jetzt bei Star Wars? Ich fand es so stark. Ich finde es so stark, wie unbedarft einige in die Filme gehen und dann auf einmal merken, wie, verstehe ich nicht, was macht ihr denn da? Ne? Nachher habe ich gesagt, beruhigt die 101, da fällt einer. Und dann hat die mich angeguckt, wie der 101. Minute kam und da fiel wirklich einer. Warte, was hab ich gesagt, dass der dann ist? Aber ich fand das so stark, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, aber manchmal kann man komische Sachen erleben im Kino, also das macht tierisch viel Spaß. Im Kino zu sitzen und zu schwitzen, so wie hier, aber egal. ja, also wir nehmen jetzt 7 und 8 zum Schluss nochmal kurz auseinander, weil wir uns mit Han Solo, weil Han Solo die Obermarke aller schlechten Tomaten. Warum jetzt Star Wars stirbt. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Star Wars stirbt jetzt, weil Han Solo so grottenschlecht war. Wir gucken uns an und fragen uns, von was redet ihr eigentlich? Meine sehr verehrten Damen und Zuschauer, meine lieben Nerdies und ihr Besserwisser, wieso stirbt Star Wars 2? Genau, wisst ihr nämlich auch nicht. habt ihr die Stille gehört? Die ist immer noch still. Ja, ist so. Okay. Was hat euch an E7 gefallen?
nach 30 Jahren, wo ist das Imperium? Wieso haben die dieselben Flugzeuge? Wieso haben die dieselben Droiden? Wieso sind plötzlich Kinder geraubt worden, die zu Stormtrooper gemacht wurden? Aber die Uniformen sind geil. Das Plastik ist super, will ich im Motor mitfahren, ehrlich. Da will ich auch drauf vertrauen, wenn ich auf die Schnauze falle, ehrlich. Die Plastikteile von 77, die fragen mich heute, oder? Ist ja. Ja, ist so. Ist egal. Aber wirklich, 7. Also, was ist euch da nichts aufgefallen? Also, Schrotthändlerin, wie gesagt, neuer Ball, BB-8 ist ein Ball. Jeder sagt es. Bei 8 fliegt er sogar in Höllentönen durch die Gegend. Das ist Kügelchen. Nee, da ist ein Kügelchen, aber da war ein Ball. Han Solo hat gesagt, Ball, geh mal auf den Weg. Ja. Ne? Also, der allerbeste war Finn, weil er muss ja Kräfte haben, der Teil fällt auf ihn. Da muss ja ein Leichtsprung sein, du, ehrlich. Der BB-8 darf ja gar nichts wiegen, aber wiegt auch nichts. Wie der aus dem Casino geflogen ist, wiegt der da gar nichts. Aber. Oder wie der Kopf weggeflogen ist, nachher wieder dran, war auch so eine geile Szene. Also BB-8 ist unser neuer Clan, den brauchen wir. Ne? Ist klar, R2-D2 geht so langsam, wird ja ferngesteuert, ist ja keiner mehr drin. Ich fand nur stark, wie der immer vergessen wurde, der muss ja nicht rausgeholt werden, der arme Schauspieler. Aber war halt so in den 77er Jahren und ihr merkt schon, 4, 5 und 6 haben wir gar nicht gemerkt. Für uns war das 1, 2 und 3. Dann kam 1, 2 und 3, da haben wir uns gesagt, was war das denn? Die Liebesromanze eines Wahnsinns schwarzen Herrn. Ja, der immer am Röcheln war, ist plötzlich so ein Jungspund da. Obi-Wan Kenobi sagt immer, ich hasse das, wenn er es macht. Ne? Er so, raus da. Und all solche Sachen. Es waren nur 180 Drehtage, glaube ich. Der Rest war ein Computer. Also war die wenigsten Drehtage aller Zeiten da. Weil es ist ja nur grün gewesen. Die hampelten auch nur da. Und war so, in den ersten 77er Jahren waren es Holzplätze. Heute wird ferngesteuert, das Licht und so. Wenn wir ehrlich sind, also ich, für mich sind das Filme, die mir Spaß machen. Sonst will ich hier nicht vor der Kamera sitzen und dann einen abzocken da, vor allen Dingen gegen Spoiler-Alarm. ich mache hier einen Spoiler-Alarm. Punkt. Vorspulen. Hast du vorgespult? Gut. Spoiler zu Ende. Ja, ist so. Also, ich mag die Filme, weil das Filme sind, die mir Spaß machen, wo ich nicht denken brauche, weil nämlich nichts passt. Ist schon mal aufgefallen? Da passt doch gar nichts. Ja, passt ja nicht. Ja, Obi-Wan Kenobi, der alte Herr da, der Weltmeister in Schauspielern, guckt, schaut, gedenkt seiner Kraft und lässt sich niedermähen und alles fällt und plötzlich ist er in der Macht. Luke, ich bin bei dir. Ne? Genial. Ne? Jetzt weiß ich auch, warum der Schauspieler damals nicht mochte, weil das war ein ernstzunehmender Schauspieler. Das hat er wirklich gesagt. Aber egal, ihr glaubt ja heute sowieso nicht mehr, was man euch so sagt. Elke Ness war, wie gesagt, der Schauspieler schlechthin. Vielleicht kann es sein, dass ich deswegen als Jugendlicher, weil man kannte ihn ja. Und ich weiß wirklich, ich frage mich heute, ihr beiden seid einfach unbedarft da reingegangen. Ihr fandet das Kino genial. Ich meine, das Kino fand ich auch genial. Erst ging es auf, dann wieder zu, dann kam die Frau. Habt ihr auch viel Eis gegessen, ne? Für den Markt damals. Kannst du dich erinnern? Ja, ne, viel Eis gegessen, ja. Ach, Langnese-Werbung. Genau, das fehlt heute alles. Guck mal, keine Langnese-Werbung mehr, keine Wahnsinns-Werbung mehr. Lucasfilm. Sturm. Es war einmal. Neue Galaxie. Stumm. Das ist jetzt redet, ist klar, sonst seht ihr das nicht. Ja, alles stumm. Alles stumm. Ja, und bei Rogue One ist euch auch aufgefallen. Kein Lauftitel. Warum gibt es denn da keinen Lauftitel? Ja, warum gibt's den nicht? Tja, bei Spin-Off. Genau. Spin-Off kriegen keinen Lauftitel. Frag mal nach. Han Solo, kein Lauftitel. Aber genial gemacht. Ja, ist so ein unsozialer Planet, der ist unsozial und so weiter. Und nachher? Han Solo. Ne? Genau, das war's. Und dann ging's los. Diesmal haben wir auch nicht von oben nach unten gefilmt, wie früher. Ne? Ging ja immer von unten nach unten und so. Die ersten Filme, ist euch aufgefallen, ist ja irgendwie so ein Schnitt gekommen. Ne? Nee, so nicht gemerkt, wenn irgendwie so eine Musik kam, die beiden liefen natürlich, also R2-D2 sind ja rausgekoppelt worden. War bei 8 auch. Hat er gemerkt, das war eine Fehlzündung, da war keiner drin. Ne? In Wirklichkeit war ja Finn und die anderen drin. Aber egal,
Ne, war auch wieder. Nee, also Leute, das war Film, aber ihr merkt, man kann jetzt plötzlich durch die Nerds, man wird ja aufgeklärt, ne, kann man jetzt ehrlich anfangen, dass er eine grüne Socke trug und keine schwarze, dass das jetzt, wie gesagt, dasselbe war, da hat sich ja auch was gelöst, ne? Ja, war nichts drin, ne? Eine Fehlzündung. Und da war noch R2D2 drin und dann Dinges und die latschen dann durch den Dinges da und wurden dann niedergemäht und dann hat Obi-Wan Kenobi die gefunden. So schnell kann man Star Wars auch erfinden und erzählen. Ne? So, jetzt sind wir da angekommen, wo wir angekommen sind, 25.05.2018 bei Han Solo. Ja. Und der ist immer noch so. Das so. Ja, der ist immer noch so. Solo. Ja, erzähl mal, also, wir lassen ja, wie wir auch gesehen. Du kannst also auch nichts Negatives finden. Ja. Du findest auch ihn jetzt. Ich fand den auch nicht zu lustig. Der war nicht zu lustig, absolut nicht. Wir haben gesehen, dass Han Solo gelernt hat. Wir haben gesehen, dass Han Solo ein Straßenkind war, dass Han Solo verliebt war. Und dass es Han gar nicht, nur gar nicht Han Solo hieß, sondern genau. Han. Ja, er ist Han. Einfach nur Han. Nur Han. Ja, hat er. Und das Imperium hat gesagt, du bist Solo. Ja, du bist Solo. Gut, jetzt haben die beiden Regisseure, die das da geschrieben haben, schon gefragt, warum habt ihr denn jetzt nicht diese, da müssen wohl auch lustige Sachen passiert sein, der wollte ja unbedingt Pilot werden. Ne? Ja. Und da ist er ja rausgeflogen. Und dann war er bei den komischen Truppen da, ne? Kriegstruppen da aus dem Ersten Weltkrieg, so ungefähr, sah das aus. Und da lief ja auch eins, man weiß jetzt auch nicht, wieso der Bennett sich da reingeschlichen hat. Der Bennett hat sich natürlich reingeschlichen, weil er diesen Flieger da haben wollte. Richtig. Ja? Und mit diesem Flieger und der Lebensschuld, deswegen gebe ich ja auch immer das Ding hier hoch, ne? Also Lebensschuld. Aber Jar Jar Binks hatte auch eine Lebensschuld. Deswegen haben die, ja, ist abgeholt. Qui-Gon, ja, genau. Aber Qui-Gon war ja leider tot und deswegen war die Lebensschuld weg. Ja, Pech gehabt. Qui-Gon ist nämlich gestorben, nicht Obi-Wan Kenobi. Also die Nerds gerichtet, die mal als besser ist. Ich habe den vorhin gelesen, das Qui-Gon-Jin, sag ich, was ist denn mit Qui-Gon-Jin, der ist schon lange tot. Ne? Und Obi, also, bei den Nerds hat Qui-Gon-Jin den Darth Maul geteilt, nicht Obi-Wan. Ja, echt, das sind Nerds. Ja, die müssen da als besser. Ja? Ne? Deswegen wiederhole ich mich, nein, stimmt nicht. War ein Fehler bei euch. Revidieren. Okay, jetzt lassen wir die Jungs mal zufrieden, die Zuschauer, die sich Nerds nennen, uns auseinandernehmen, weil wir nichts können. Wir können eine Menge und das haben wir jetzt bewiesen, würde ich sagen, als Zuschauer. Han Solo hat mir alles gefallen. Ich hatte das große Vergnügen durch Zufall, so wie jetzt hier. Junge Männer kamen da, also ich war ganz alleine erst und habe mich schon gewundert, wo bleiben die anderen? Da kam dann eine ganze Truppe, so zwischen 30, 40, 50. Und der Letzte musste mal so einen Gag abreiten, wie er mich gesehen hat. Ich weiß eher auch aus, wie ich aussehe, aber kann ich auch nichts hören. Sagte er, no, nee, nichts gegen Sie, aber kann dann nicht mal eine Frau sitzen? Immer bin ich da, ne? Fall ich da. Und so kamen wir ganz geschickt eingefädelt, muss ich sagen. Ne? Dadurch kam er nämlich dann ins Gespräch. Und das waren Top-Leute, die auch genauso wie die beiden hier absolut Ahnung von Star Wars hatten als Zuschauer. Und okay, das waren Püppchenliebhaber. Aber auch egal, wir haben auch erklärt, dass sie das in Amerika kamen, waren aber keine Kundenträger, waren auch keine Cosplayer, das ist alles in meinen Augen Fiktion, tut mir leid, hast du schon mal einen neben dich sitzen gehabt? Nee. Hast du einen neben dich sitzen gehabt? Du warst gerade im Kino, war da irgendein Uniformierter? Gar keinen. Willkommen im Club. Mit 41 Jahren? Kein. Ehrlich nicht. Einmal, ja, einmal. Und so ein Lichtschwert. Da komme ich drauf, ein Lichtschwert. Ein Wahnsinnsteil, eine Neonröhre, für viel Geld, für fast 1300 Euro, kaufe ich mir eine Neonröhre, damit ich dann irgendeinem so von die Maske hauen kann. Genial. Spitzmäßig, die Preise sind spitze. Da bleibe ich doch lieber als Zuschauer vom Film sitzen und lass mich erfreuen, besonders Han Solo. Also Han Solo wurde angepriesen durch Kennedy 2016, dreiteilig, also ein Trio, deswegen wundert mich 2018, fast 19, er soll in drei kommen. Ich weiß nicht, was ihr. Ich meine, ihr lest doch. Ihr lest Comics, ihr lest Bücher. Das lest ihr nicht, ne? Das lest ihr nicht. Also, Mann, ja, bist ja schon wieder da. Ja, leider. Ich kann mich nicht beruhigen, weil. Es sollen drei Teile kommen. Ob nun der Überraschungsgast. Spoiler. Der Maul. Wenn das Maul also kommt, als Boss. Jetzt frage ich euch. Ja, ich habe das Hologramm nur kurz gesehen. Hat er ja schon die Stahl? Ja. Hat er noch? Stahlbeine? Wann? Ja. Stahlhacken waren okay. Dann ist das. Weil. Darauf komme ich jetzt. Wir saßen jetzt da, gucken, hä? Was macht der denn da? Dann sind wir alle, ja, spielt er jetzt vor 1, vor 0, ist er 0? Ist klar, wir sind älter. Wir sind 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt. Wir sind keine Nerdys und denken drüber nach, dass wir hätten mal lesen sollen. Okay. Die Schwamm beiseite, mein lieben Freund, ich weiß alles. Rebels sage ich nur 1 bis 4, kenne ich auswendig. Ich kenne auch Clone Wars
1 bis 5, auswendig den Spielfilm, auswendig und so weiter und so fort. Ich musste tierisch lachen, wie der auf den Markt kam. Clone Wars kam auf den Markt, da kommen da so kleine Kinder rein. Als Darth Vader und Stormtrooper. Und da ich als alter Mann leider da etwas zu nahe gesessen, sag ich, was soll das denn? War die so erschrocken, dass ich schnell wieder weg war. Dass man dazu gesagt hat, man hat es ja immer versucht, ein bisschen zu cosplayern. Aber wenn so kleine Kinder da plötzlich da auftauchen, das tat er weh, ne? Ist klar. Ja, muss ich mich entschuldigen hiermit, dass ich so alt dafür bin. Ja, ist halt so, ich mag ja Cosplay und so. Also, höfliche Frage nach Leverkusen. Hast du irgendwie so mit Cosplay irgendwas schon mal entdeckt, an dir vorbeigelaufen oder irgendwie so? Ja, auf dem Japan-Tag. Ach ja, Entschuldigung, Japan, ist klar. Ja, Cosplay, meine Schwester rief an, die Kleine auch, war da in schwarzem Tütü und so. Da kenne ich mich, mit Manga kenne ich mich auch aus, aber da lüge ich, kenne mich ganz gut aus, auch mit Manga. Muss man nicht von links nach rechts lesen, dann verkriegt man nichts. Der war mit den Büchern da, ne? Von rechts nach links? Ja, genau. Nach unten. Ja, leider, das kann ich nämlich nicht, aber er kann es. Ne, ich auch nicht. Ja, genau. Du in Bonn, irgendwelche Leute da, du hast den Moviepark in der Nähe, aber noch nie, gar nichts. Ne? Siehst du bei mir auch nicht, das sind so ausgestorbene Städte. Wie gesagt, er hat das große Glück, Japan-Tag, beziehungsweise Düsseldorf war ja jetzt, ne? Japan-Tag, der war vor kurzem. Und da lief dann so, also auch überwiegend Manga. Ich war jetzt vor 2 Jahren mal da und da lief mir halt auch so ein Kylo Ren rum und Darth Vader und Sturmtruppler und Boba Fett. Ja, genau, da sind wir. Das hat nämlich lange gedauert, Boba Fett zu bekommen. Warum eigentlich? Um zu sehen, dass der aus dem Salat wieder rausgekommen ist. Ja, genau, ne? Genau, der hat ihn gerülpst, das weiß ich noch, wie er. Ne? Ja. Weil der Teil nämlich ihn explodiert war, hat er nämlich kurz gerülpst gehabt. Aber es ist egal, er ist rausgekommen. Ne? Vielleicht dreht die ja vor dem Rülpser. Kann ja auch sein. Ja, ist so. Ne? Ja, kann das sein. Also Papa Fett da, bei den Rebels war er ja auch. Die kleine Acke, ne, da war er am Ballern da und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen jetzt zum Ende. Und zwar, wenn man doch alles weiß, Old Republic, wenn man alles weiß, ja, in Universe, Universum, Galaxie, Rhabarberkirchen um die Ecke gebogen, Mandarianer, Chlorianer, Indianer, alle waren da. Warum sollen wir uns das eigentlich nochmal anschauen? Wollen wir nicht mal was Neues? Sagen wir mal ehrlich. Was soll 2020 kommen? Eine neue Trilogie. Ja, was soll kommen? Was stellst du dir vor? Was möchtest du sehen? Was will ich sehen? Ja, das kann ich mir ja nicht vorstellen, weil ich ja keinen Kanon, Kanonist bin. Oh ja, genau, wir schieben die Kugel da nicht rein. Ne? Wir kennen die Mara. Kennst du Mara? Die rote Mara? Ja, ich habe davon gehört. Hast du davon gehört, dass sie die Ehefrau von Lupa? Ja, 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 ist klar. Ey. Hast du Mara kennengelernt? Ja. Ich habe die rote Zora auch nicht kennengelernt. Ja, aber egal, aber die musste absolut. Ja, genau, da fand ich so stark. Also wie gesagt, das ist so aus dem amerikanischen Raum und so, die sind ja eh so unterwegs. Mara, sollte kommen, oh, da ging die Post ab. Ja, Mara, dann suchen sie ein Baby. Also ein Wasserplanet. Alle haben keinen Bock mehr auf Revolution. Kylo herrscht mit Rey an der linken oder an der rechten Seite so ungefähr. Ne? Also wie gesagt, die Revolution ist vorbei. 5 Jahre danach. Nach diesem Steineanheben von Rey, ne, die konnte das nämlich. Das fand ich auch so stark, hast du zu sich selber gesagt, weißt du noch? Was mach ich denn jetzt? Ach ja, Steineanheben. Alle kommen raus, wer bist du denn? Ich bin Rey, dann kam das gleiche wie ein, ne? Ich weiß, ne? Von Pock, da steht da irgendwo da hinten, ne? Pock, ne, Paul Dameron stand vorhin beim Auftritt. Ach, Paul Dameron, das ist auch so ein Schauspieler, der höflich gefragt hat, ob er bis zum Ende dabei sein darf. Finde ich stark, man muss nämlich Geld verdienen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Auch bei Schauspielern. Ich bin gespannt, wo die anderen eines Tages landen. Mir taten die drei nämlich leid, außer Harrison Ford. Weil Luke und Carrie Fisher, wie gesagt, die Gelder liefen ja damals noch nicht so, 756 Millionen und so, war nicht gerade. Unter uns, Star Wars war noch nie der Hit. Der Kassenschlager weltweit war. Einmal jetzt bei Disney, 2,2 Milliarden. Ich gehe nicht ins Kino, um als stolzer Wissender herauszukommen, dass der Film 1,1 Milliarden innerhalb von 3 Tagen gemacht hat. Gehe ich nicht ins Kino? Ich nicht. Du? Ja. Du? Ja, wir gehen ins Kino, weil wir unterhalten werden wollen. Wir machen solche Sachen, weil wir Spaß dran haben und nicht, dass jetzt nur 3 zugeguckt haben.
ihr müsst nämlich, ihr vergesst nämlich immer zu liken, du auch. Ihr müsst liken, ihr müsst euch selbst liken, ihr müsst die Dinger nach vorne bringen, damit die Leute kommen. So funktioniert das da bei YouTube und Co. Das ist halt so. Ne? Also nicht vergessen zu liken. So, ihr werdet, keine Ahnung, wie viel werden das gesehen haben? Komm, schätzen wir mal hier. Drei? Fünf. Fünf, ne? Acht. Also zwischen 3 und 5 und 8 haben gesehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es toll, dass ausgerechnet meine Kunden das geguckt haben. Nein, das ist nicht. Nein, die haben es nicht. Ich habe einigen Kunden gesagt, dass wir so einen Blödsinn heute machen, weil das Studio halt dadurch heute besetzt ist, weil ich viele Kunden habe, sagen wir, können wir nicht. Nee, heute konnten sie nicht. Also auf Deutsch, aber auch heute aufs Geld verzichtet. Es hat mir aber so viel Spaß gemacht, mit euch, wie gesagt, so eine Sendung zu machen. Leider erst im nächsten Jahr wieder. Zwischendurch können wir irgendwelche Plots machen. Da denken wir uns aber aus. Da machen wir nicht so Wahnsinnsgedöne hier. Haben wir jetzt schon vorbereitet, wie ihr seht. Was aber rausgekommen ist, das sehen die beiden jetzt gerade eben, meine sehr verehrten Damen, haben die beiden gerade gesehen, was ihr hier gerade gemacht habt. Geil, ne? Ihr aber auch. Aber nicht so wie die beiden. Aber die beiden, die waren spitze. Da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn die wieder vorbeikommen. Wie gesagt, zu weit weg, ich kann nicht sagen, komm, hast du mal eben Lust, so viel Spritze man nicht. Das soll schon was bringen. Also es freut mich wirklich, du bist wirklich 100%iger Film. Welche Filme schaust denn? Jetzt machen wir so einen Schluss. Ja, jetzt sind wir nicht mehr so bei Star Wars, sondern sind wir jetzt wirklich, was schaust du seit deinem 8. Lebensjahr? Nicht nur Star Wars, Galaxy, Star Trek, sondern? Was wir auch alle gucken, okay. Action. Wow, Frage eigentlich. Jetzt kommt er. Nur Liebesschnurz. Da wäre ich jetzt hier aber umgefallen. Nein, mach das nicht. Du auch nur Action. Ne? Wir drei schauen Actionfilme. Wir drei waren in Star Wars am 25.05.1977. 7, 8 und 17. Danach haben wir geschwitzt und gemacht und getan und uns unterhalten, wie die Weltmeister in Leverkusen irgendwo, keine Ahnung, in Bottrop irgendwo, keine Ahnung, ich hier in der Stadt Essen. Keine Ahnung, aber war so. Und dadurch sind wir dann da so, also ich habe noch nie Püppchen gesammelt, werde ich auch nicht. Ich habe noch nie so gebastelt, ich mag auch keine Eisenbahn basteln. Ich bin Filmfreak, bin ich ehrlich. Wie diese Zeit war, wie alles kam, Kino und so, war ich ein VHS-verschlingender Kassettenkäufer. Ich habe weit über 4 Stunden Film, ich habe aufgenommen bis zum Gehen nicht mehr. An dem Tag, ich als Jugendlicher, kein Scherz, habe ich ein Vega-Gerät bekommen. Nannte man, muss ich irgendwo nachdenken, wie das Ding hieß, vorher hieß der VHS, den Vorreiter da, die Megakiste da. So ein Riesenteil, kein Scherz. Ich habe extra Fernseher ausgelassen, obwohl ich es hätte gucken können. Habe es aufgenommen, um am frühen Morgen es mir dann anzugucken. So bekloppt war das. Das waren die ersten Geräte, ja. Die ersten Aufzeichnungsgeräte. Ich war immer 70er, 80er Jahre, wie der C64 kam, hat mich jeder gefragt, wenn ich denen die Videokassetten gegeben habe, wer hat das denn gemacht? Da habe ich immer gesagt, da wo HF ist, kommt auch HF raus. Und bei einem Videorekorder geht auch HF rein. Und wenn man eine sogenannte Overlay-Karte hat, und wenn man einen sogenannten Amiga-C64 hatte, konnte man dadurch schöne Sachen machen. Und wenn man mit Rob Hobart zusammen war, der nämlich so ein Künstler war mit Tockensprache, konnte man nämlich viele lustige Sachen machen. Durch die Overlay-Karte konnte man genauso das machen, was ich jetzt hier gemacht habe. Denn die beiden wissen noch gar nicht, was ich gemacht habe. Aber jetzt wisst ihr, weil sie jetzt ja jetzt sehen, wissen sie, was ich gemacht habe. Habe ich also in den 70er, 80ern schon gemacht mit dem C64 und vor allen Dingen mit dem Amiga. So, und dann hast du auch schätzungsweise viele, wie du auch, Serien gesehen früher. So Animationsserien so. Also nicht nur Sesamstraße, sondern... ja, gut. Captain Future zum Beispiel? Captain Future, Transformers auf Sky. Genau, ja. Ghostbusters. Ja. Ja. Und dann die ganzen anderen Anime-Filme, die da früher liefen, die da verboten wurden. Wir wurden damals schon erzogen. Also, Spoiler-Alarm. Wir wurden früher schon erzogen. Spoiler-Alarm, bitte vorher spulen. Ist klar. Also wir sind erzogen worden. Wir haben also Zeichentrickserien gesehen. Wir haben richtige Serien gesehen. Ein bisschen mit den Treckern. Die heißen ja heute Trecker. Ne? Ne? Nicht mehr Track, nein, das war Dreck. Deswegen verschwanden die 79, jetzt sind es Trecker. Ja, und die Trecker mit ihren neuen Trecker-Filmen. Hast du ja auch alle gesehen? Nein. Du alle gesehen? Kinofilme. Ja, genau, die Trecker-Filme. Nee. Von J.J. Abrams. Ja, die habe ich gesehen.
Aber es ging um die alten Trekkerfilme, die machen ich nie geschaut. Ja, die labern so viel. Ne? Ja, die Synapse an der untersten Stelle müsste dann synapsisiert werden, weil daran vielleicht der Multikulator, das war das schon lang. Ne? Da komme ich, Babylon 5 war noch gut. Der wurde nämlich mit Amiga gedreht. Gemacht. Deswegen fand ich das so stark. Also Captain Future, wie der Allergie, also wir stottern jetzt extra, damit ihr nämlich unten drunter schreibt, was man da alles so gesehen hat. Nach Star Trek und Sesamstraße. Ja, und Captain Future, warte mal, den anderen. Miss Shuttle, es gab so eine tolle Serie da. Buck Rogers, genau. Buck Rogers, mit dem Ding, 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 Ding. Ne, das waren auch so tolle Sachen. Und dann Galactica. Galactica auch. Das Schwarze Loch. War auch von Disney. Korrekt. Ja. Korrekt, Klassiker. Maximilian Schell. Ja, genau. Den habe ich auch. Ganz alter Film. Ja, den habe ich aber alles da. Alles da. Ich bin ja Filmfreak und ich habe auch alles da. Können wir auch, wie gesagt, im Notfall mal anschauen. Den wollte ich mir schon nach langer Zeit echt mal wieder angucken. Ja. Aber der ist bestimmt so grottenschlecht, wenn man sich den erst anguckt. Ich habe mir angeguckt, nee. Ne? Die grottenschlechtesten Filme, die habe ich gerade noch nicht erwähnt. Die kommen jetzt zum Schluss. Spoiler-Alarm! Spoiler! Und zwar die Caravan der Ewoks, beide Teile. Ja. Die sind noch eingepackt auf DVD. Ah, ich war im Kino, musste raus. Ging nicht, klappte nicht. Ich weiß es nicht, das war ich schon zu alt, waren Kinder, waren also Püppchen, so mit den spitzen Ohren, die Zähne da. Ich kam ja vor wie in der Sesamstraße, aber egal. Ja, oder lag an den Schauspielern, das waren ja nur Kinder, die da gestrandet waren. Die Karawane der Helden da, E-Books, ja, das war schon hart. Hat in meiner Turbogrenze von Star Wars, also das hat nichts. Das hat ja wohl nichts mehr damit zu tun, oder? Doch, war Star Wars. Ja, war knallhartes Star Wars, man mochte die E-Books. Man wollte diese E-Books nach vorne bringen. Ja, also das finde ich auch so stark. Hier hat einer wirklich Ewoks nachgebaut, die wirklich genial ausschauen. Da schreibt einer drunter, ja, an sich mag ich ja das Baby. Anscheinend sich so erfreuen, dass da einer Ewoks, weißt du, für, meine lieben Freunde, wisst ihr überhaupt, was das für eine Arbeit ist, so ein Tier herzustellen? Also ich kann das nicht. Ja, und dann sagst du, ja, aber ich hätte gerne das Baby. Ne? Oh, herrlich, meine lieben Kunden verzeihen. Ja. Mann. Okay, wie gesagt, wir haben uns heute getroffen aus der Community, Star Wars, Wohnzimmer. Wir sitzen hier im Wohnzimmer und schwitzen uns einen weg, weil das Wetter haut einen rein. An sich ist hier immer kühl, aber hier sind so viele Strahlen, die uns hier richtig... also wenn wir gleich rauskommen, sind wir mehr braun, wie wir vorher reingegangen waren, wer weiß. Aber egal. Ne? Okay, nein, das sind Kaltleuchten, hier ist nichts warm. Hier macht uns auch keiner warm. Emotionen sind das schönste Geschenk. Das haben wir uns... So hat auf die Fahne geschrieben, der Spoiler-Alarm, der klebt mir so im Gehirn, der hört gar nicht mehr auf, ich höre nur das Piepen, Alarm. Ach, herrlich. Das macht dich fertig. Das hat mich so immer, ich glaube, deine Pillen lassen. Ja, meine Pillen lassen, die Jungs haben mir gerade welche reingepfiffen, aber jetzt ist es vorbei. Du brauchst nur wegen Kaffee, ne? Ja, genau. Also, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es sollte locker vom Hocker. Wir sind jetzt nicht Disney, wir haben von Disney überhaupt keinen Plan. Weißt du überhaupt, was Disney vorhat? Habe ich vorhin schon mal gefragt. Disney hat vor, Geld zu machen. Disney hat vor, Disney, Spoiler-Alarm, Disney hat, Disney will Geld verdienen. Ist so ein Spoiler, das ist Wahnsinn, du. Warum hat Disney Star Wars gekauft, um den kaputt zu machen? Boah, die Schraube war jetzt so locker, du. Du musst sie gerade nachziehen, weil, also wenn ich was kaufe, ja, bestimmt, weil ich ja nur alleine haben will, weißt du? Und dann gebe ich da auch 4 Milliarden dafür aus. Ey, Hammer! Okay, bin ja genauso doof. Weil ich gebe hier 80 Euro für aus, um dann stundenlang hier vor mir zu halten, auf mich zu stülpen. 80 Euro, um dann in die Kamera zu halten. So teuer ist das Ding. Amazon Spoiler Alarm. Könnt ihr nämlich alles bei Amazon kaufen. Braucht ihr gar nicht fragen. Ihr müsst doch nicht hier ein Fachgeschäft. Leute! Fachgeschäft, da draußen steht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ein Fachgeschäft, aber die fragen mich wirklich, Junge, warum hast du so viele Püppchen? Ich finde das so geil. Echt. Die Sendung hier, ne? Die machen wir nur Spaß. Nur Spaß machen wir die, weil wir kein Geld verdienen wollen. Und da haben wir zum ersten Mal die Wahrheit gesagt. Wir haben nämlich uns getroffen und nicht gesagt, immer, wir drehen jetzt einen Film, um Kohle damit zu machen.
Wir hauen jetzt die anderen, die Kohle damit machen, hauen wir jetzt raus. Die schmeißen wir jetzt raus. Spoiler-Alarm, weil wir schmeißen euch jetzt raus. Ja. Wir wollen jetzt an euch appellieren, diese Sendung mit Like zu manifizieren, drauf zu drücken, gar nicht mehr aufzuhören. Ich werde jetzt gleich irgendeinen Bastler anrufen, der soll 1,5 Millionen Klicks einsetzen und werde sagen, hey, hast du diese erfolgreiche Sendung gesehen? Ja, macht Bing und dann kommen... Ja, dann wäre man Influencer. Ja, dann so leicht wird man Influencer. Ja, genau. Ne? So schnell geht das. Nein, nein, dann wäre man reich. Das ist plötzlich immer reich. Wie die anderen. Ja. Oh Mann, so erfolgreich. Wann sind die erfolgreich? Wahnsinn. Die nächste Sendung wird eine Live-Sendung. Dann sind wir noch erfolgreicher. Ja, ist klar. Wir sehen können uns. Wir sehen uns. Ja. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao, Bella. Mach aus. Ist vorbei. Ja. Was, die sind immer noch da? Ja, die sind immer noch da. Die gucken immer noch zu. Muss man reinziehen. Hör mal, der Nachspann, wir sind nicht hier bei Marvel. Bei Marvel kommt noch was. Da muss er sitzen bleiben. Bei Star Wars könnte er aufstehen. Ist kein Scherz. Aber genau, könnte er aufstehen. Ehrlich, könnte er aufstehen. Hab ich auch immer gemacht. Ja? Wirklich. Ich habe doch jetzt nicht gewartet. Ich weiß doch ganz genau, dass bei Star Wars nichts mehr kommt, außer der Abspann. Kaffeepause, wiedersehen. Nee, aber zum Schluss noch, wir sind ja noch da, ne? Ihr seid ja auch noch da. Diese Jungs, die da gesessen haben, in meinem Alter, habe ich wirklich zum ersten Mal, wirklich zum allerersten Mal, bis zum Schluss, bis das Licht wieder anging. Und dann ist uns auch aufgefallen, wir hatten wirklich so viel Spaß wie mit diesen beiden. Wir haben wirklich philosophiert über Star Wars. Das hat so viel Spaß gemacht, wie gesagt, bis zum Schluss. Und dann haben wir uns angeguckt, ach ja, da kommt ja nichts mehr. Das fand ich so schade, deswegen kam ich jetzt darauf. Und wie gesagt, bei Marvel wusste ich das ja nicht. Ich bin immer so ein Typ, der aufsteht und geht. Bis ich dann gemerkt habe, zu Hause, ey, da kommt ja noch was. Deswegen habe ich auch Galaxy auch wieder bis zum Schluss da mit I'm Crouch. Ich bin auch Schwachsinn, oder? Ey, hier, I'm Crouch! I am Crouch, könnte man sagen, anstatt ich, Chewbacca. Ne? Ja. Ja, Marvel ist irre, Disney ist total irre, weil mit Marvel verdient Disney, Disney ist doch scheißegal, ob Rogue One Kacke war oder nicht, hört doch auf mit dieser Philosophie da, wir bleiben jetzt. Es hat aber noch nie einer darüber gehatet, dass Disney Marvel ausbeutet, oder? Genau. Das ist immer nur, Disney möchte nur, melkt die Star Wars Kuh, habe ich noch nie gehört, dass Disney ja nicht die Marvel Kuh. Genau. Make, also ne? Ich hätte mal eine Marvel-Sendung machen müssen, die wäre gekommen ohne Ende immer. Jetzt machen wir Marvel-Sendung. Wir machen eine Marvel-Sendung, genau. Aber wir haben ja gar keine Ahnung. Ach ja, wir haben noch gar keine Ahnung. Scheiße, ich habe kein Comic gelesen, ich habe kein Buch gelesen. Okay. Hat der Spider-Man nicht da draußen hängen, der da hängt? Aber egal, die Kinder, wenn die rein... Ich bin damit ja scheiße groß geworden, wollen wir mal gesagt haben. Ich finde Lee nämlich so super, auch jetzt hier bei Infinity, wo wir den Busfahrer da gemacht haben. Also, Hammer, oder bei Galaxy, wie er da in dem Kosmos saß, den Leuten da erzählt, ey, bringt mich keiner nach Hause, ich war da so stark, das gibt's bei Star Wars nicht. Das wäre toll gewesen, wenn zum Schluss irgendwo George Lucas gekommen wäre, so dick wie er war. Und hat er euch gefallen? Nein? Können wir den nächsten drehen? Cool. Das wäre da was gewesen. Meine lieben Freunde, ihr Hater. Wir machen einen Hater-Film. Ey, gibt so viele Hater. Dann macht es so viel Spaß, über euren Hass einen Film zu drehen. Jo. Ey, da ist einer, der hasst. Und wie der hasst, der hat sogar ein T-Shirt an. Da steht drauf, Hangover Kennedy. Kein Scherz. Ein Amerikaner. Und sitzt dann da. Ja. Und dann fängt er an, da ist Star Wars wieder ausgebeutet. Disney macht Star Wars kaputt. Das ist nicht mehr... Das ist mir mal ein Luke Skywalker, diese Memme da. Ja, da sitzen die da. Boah, das ist so ein Spider-Man, so ein armer Kerl, der mit seinem Papa Iron Five da kaputt geht, da sagt keiner was. Nicht? Doch, die Kinder haben geheult. Doch, meine Kunden haben geheult. Die muss ich echt beruhigen. Boah, hier war was los. Das kann doch nicht sein. Sogar die Mama, also eine sehr nette Kundin, auch gebildet, deswegen. Zitiere ich, gebildete Menschen zitiere ich gerne. Ne? Die Hater nicht, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, nein. Ich sagte auch, also wie können die das machen? Das ist ganz einfach. Ich habe denen erklärt, da kommt die Marvel. Weil jetzt gerade läuft ja wieder, da haben die auch gefragt, weil der Vorspann kam, Ant-Man with Wasp, also mit der Wespe. Und die Wespe hatte auch Schießeimer gehabt, also die konnte schießen. Spoiler-Alarm, der Film lief ja noch nicht.
die Wespe kann schießen. Da sagte er, wie, hast du mir nicht eingebaut? Da sagte er, natürlich habe ich das eingebaut. Ich, warum hast du mir denn nicht gesagt? Ne? Ah, herrlich. Oder das Haus verschwindet dann mal eben als Rucksack. Also genial. Riesen Hello Kitty Pet. Ja, warte, ne? Und Spoiler-Alarm. Oh, das Beste war, wie er flog und dann größer wurde. Das Auto. Weg. All solche Sachen. Okay, Marvel ist Spaß. Marvel macht Spaß. Seht ihr, sind Sie in der nächsten Sendung, könnt ihr direkt sitzen bleiben. Heute jetzt kommt die Marvel-Kiste ohne Spoiler, weil Marvel kann man nicht spoilern. Das ist so Hulky, ist Hulky, Thor ist Tori und so weiter. Ja, genau. Wir müssen rückspringen nach Jedi. Ist das jetzt eine Religion oder nicht? Sind die Jedis Religion? Ist es eine Religion? Normal nicht. Nur in Australien, ja, da haben sich welche zusammengetan und haben daraus eine Jedi-Sache gemacht. Die haben dann auch bei der Volkszählung gesagt, so und so viele Jedis sind sie. Aber auch eine Jedi-Kirche fand ich super toll. Australier sind manchmal sehr witzig. Was waren denn da noch? Ah ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte, bitte, das ist jetzt ernst gemeint. In der Schweiz gibt es wirklich Satanisten, die nennen sich Sith. Sith ist ein Sith-Orden, ziemlich junge Spunde. Die da eine sogenannte CIS-Nachrichtensendung bringen und die meinen das ernst. Zuerst hätte ich gedacht, das ist so ein Spaß wie wir. Nee, die meinen das ernst. Das sind waschechte Satanisten in der Uniform von CIS. Star Wars, könnte man sagen, hat ja nun mal Hass, Liebe. Deswegen habe ich auch das Schild Hater and Lovers. Haters and Lovers. Weil es ist so, einige lieben Star Wars und einige hassen Star Wars. Und dann gibt es die Truppe, die neue Truppe, die hasst Disney, ihr Vollpfosten, ihr kriegt den Vollpfosten. Wisst ihr auch, warum er den Vollpfosten kriegt? Ganz einfach, weil Disney alles gehört, ihr Pfeifen. Karibik, Dinge, so, ne? Vorhin schrieb mir einer, nein, Walt Disney ist gestorben mit Walt. Genau, Walt Disney ist gestorben, deswegen ist Disney gestorben mit Walt. Die andere hat deswegen heißt es ja auch noch Disney. Ja, genau, Disney Company und so. Und das Allerbeste war, da schrieb mir eine Watt, W-A-T-T. Sei mir nicht böse, ich habe zurückgeschrieben, welche Voltzahl hättest du gern? Ja, also, was ist was? Ne, also, ich weiß nicht, welche Ausleuchtung jetzt ich dir da geben soll. Also, komm mir bitte nicht mit Watt und Dat und was weiß ich nicht alles. Darauf habe ich keine Antwort, weil das sind alles so Sachen, mathematische Rückfolgen, da habe ich keinen Traum drauf. Kennt ihr Sword? Sword. Siehst du? Old Republic, alte Geschichte, PC-Spiel. Genau. Das ist alles. Merkt ihr? Das ist totale Vermarktung. Ja. So, deswegen können wir nicht mithalten. Wir sind eine Filmtruppe. Wir mögen Film, wir reden über Film. Wir haben jetzt so viel Klamauk gemacht. Warum? Weil ihr Han Solo abgeschossen habt. Nach 41 Jahren, meine Fresse, ihr habt überhaupt nicht gemerkt, 25.05.1977, 25.05.2018. Ey Leute, das hätte euch, wow, nach 41 Jahren kommt Han Solo. Geil, da muss ich rein. Aber nein, ihr schreit ja nur Spoiler-Alarm. Disney ist doof. Alles ist nur, Disney möchte die Star Wars Kuh melden. Genau, die Star Wars Kuh. Wie sieht das die eigentlich aus? Wie sieht die Star Wars Kuh überhaupt aus? Die Star Wars Kuh, die ist nur noch ganz dünn. Habe ich letztes Mal ein Bild gesehen. Ach ja, richtig. Ja, das war dann kam nämlich Mickey Mouse mit den ganzen Eimern. Ja, genau. Mickey Mouse haut Star Wars raus. Genau. Okay. Wirklich zum Schluss. Da hatte ich wirklich Panik gehabt, bin ich ehrlich, weil ich da so dieses Marketing gesehen habe, dieses Star Wars Vögel. Ich habe da nicht, ich muss mich ja immer mehr Händler und so, da wollte ich nichts mit zu tun haben, dieses Star Wars Vögel, ne, die da kam. Eine Flieger hat uns besucht, egal. Also wie gesagt, Star Wars Vögel mochte ich da nicht, ich glaube, da sieht man auch nichts mehr von. Hört mal, ich merke auch an eurer Reaktion, dass es nicht mitbekommen hat. Ja, kam so die Star Wars Vögel. Star Wars. Ja, das ist Star Wars. Ging also mit Star Wars. Suche ich euch raus, mal gucken, ob ich das finde. Welche Vögel? Das waren Vögel. Das ist Star Wars. Darth Vader und so. Du meinst Angry Birds oder was? Genau, Angry Birds. Angry Birds. Hab ich auch gespielt. Das war jetzt ein Herzstich. Spoiler. Ja, Angry Birds. Das waren ja auch Star Wars. So. Und dann die Freemakers, die euch halt nicht angetan haben, aber mir gefällt es, es ist spaßig. Ich muss mich auch hin und wieder mal ablenken oder so. Kann sein, dass ich wirklich mal wieder Fernsehen anmache. Ich gucke keinen Fernsehen, weder ARD, ZDF, tut mir leid, ich mag euch nicht.
Und WDR, wo ich herkomme, Dritter Hagen, ist lange her, 79, ihr seid eh alle alt. Das wisst ihr, alle um die 60, WDR, schwer konservativ und so. Deswegen kämen solche eine Sendung auch gar nicht mehr ins Fernsehen. Deswegen waren wir bei Ultra HD, Web TV, bei Uprom TV, Du bist TV unter 98,5 Ost Astra. Ja, könnt ihr alles nachgucken, musst du nur gucken. Geh auf 98,5, dann siehst du da Uprom TV. Aber kein Bild, weil wir senden nicht mehr. Ja, schade. Also manchmal jetzt, also CeBIT 1995 hat das hier alles ermöglicht. Wirklich. Und es ist jetzt so zerrissen worden. Nur noch Kapitalismus, ja? Nur noch Spitzen, wo ihr hinhört, die da zahlen und machen und tun, einen dicken, fetten Knopf im Ohr haben, die Mütze quer haben, die uns einen erzählen, wie die Welt wirklich läuft, warum, wieso, weshalb. Da frage ich mich, warum bin ich eigentlich 60 geworden? Warum ist er 50 geworden? Warum ist er 50 geworden? Sag ich jetzt mal. Sind wir nicht, aber. Ja, ist doch so, oder? Fragst du mich manchmal auch, wenn du so Star Wars Kommentare liest und so, ey, was geht denn da? Du hast doch bei mir auch gesehen, wie ich da angemacht bin. Du hast doch selber da so Lachzeichen reingemacht. Ne? Ist doch so. Er sieht doch selber, wie ich manchmal angegriffen werde, wenn ich da irgendwas reinhaue. Wenn plötzlich die Zahl da oben von 1199 plötzlich nur noch bei 1100 ist. So, bing, 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 bing. Ne? Oder wie die erste Sendung, hat er mich direkt angerufen, hey, was ist denn bei dir los? 75 Japaner, bing, 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 bing. Ja, das kann sein. Mein Leben. Bei Wong Hing Chang Bang Bing, keine Ahnung. Das ist Yuji, ein Top-Kerl aus Leverkusen, glaubt mir. Kannst du noch Japanisch? wie gesagt, das ist ein Italiener, waschechter. Ich bin waschechter Deutscher, spreche auch Deutsch. Und er ist Italiener und spricht auch kein Italienisch. Aber ihr wisst, wir sind drei Nationen und haben uns jetzt wirklich über die amerikanischen Nationen hergemacht. Denn Star Wars, Krieg der Sterne, ist ein Produkt der Amerikaner. Wo auch Toy R Us jetzt mittlerweile in Kurs angemeldet hat, weil keiner mehr Püppchen kauft. So sieht's aus. Ihr seid selber schuld, ihr Hasser, ihr Spoilerträger. Ne? Genau, wir machen einen neuen Karneval auf. Jeder muss einen Spoiler tragen. Ne? Oder einen roten Nümmerkin oder so. Ja, ist so. Weil nach dem neuen Datenschutzgesetz muss ich die beiden jetzt maskieren. Ja, ist klar. Maske auf. Wir müssen uns einfach nur fragen, ob wir gezeigt werden dürfen oder nicht. Ja, wir sind gezeigt, wir haben es gezeigt, wir sind offen, wir sind öffentlich. Das ist nämlich unsere Sendung, nicht meine Sendung. Unsere Sendung. Denn er hatte mich mal gefragt, ich hatte immer solche Ideen, aber er hatte mich gefragt, sag ich, hör mal, das trifft genau den Kern, Volltreffer, lass uns das machen, so ist das entstanden. Jetzt kommt's. Da kam dieser junge Mann durch die Tür, sag ich, weißt du was, wir wollen an sich drehen. Bis herzlich eingeladen, mach mit. Und so ist die erste Sendung entstanden. Hier ist offiziell die zweite Sendung entstanden, die verdammt lange ist. Die andere habe ich nämlich gekürzt, weil ich dachte, die ist zu lange. Aber die habe ich jetzt knallhart, deswegen dauert das leider. Im Juni könnt ihr sehen, denn heute ist der letzte Tag im Mai. Und wir waren alle gerade, genau, wir sind alle frei. Wir haben Vatertag. Nee, haben wir nicht. Happy Leiche haben wir da. Happy Kadaver, froh Leichnam. Ich musste meinen Italienern hier nebenan auch solche Schilder drucken, dass sie ab gleich aufhaben, 15 Uhr. Vermute, dass es so spät ist. Wir wollten um 12 anfangen, aber egal. Wir hauen uns jetzt ganz gemütlich ein Käffchen rein. Wir trinken, wir essen. Ich räume nachher auf, fange dann an zu schneiden. Ach ja, habt ihr jetzt gesehen, weil ich geschnitten habe? Entschuldigung. Ich sitze gerade vor der Kamera, merkwürdig, ne? Jetzt sitze ich nicht mehr vor der Kamera, sondern schaue zu. Gell? Ist Hammer, ne? Krass. Ist das krass? Wie fühlen sich nämlich Schauspieler? Schauspieler sitzen an einem Set. Ja? Ja, ist so. Machen da alles Mögliche. Hauen sich die Gelder rein. Schaufel rein. Bist auch schon reich geworden. Ja, du auch. Schaufel rein, ja? Und dann auf einmal auf der Bühne. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Star Wars gar keinen Plan. Was? Ja, echt? Hat Daisy wirklich gesagt? Ja. Muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt 24, bin jetzt erst seit 8 Jahren im Beruf und rechne mal aus da, ja? Oder jetzt hier die. Jetzt habe ich leider ihren Namen. Emily Clark, genauso. Die war sowas von. Die war so, hat sie auch nachher zugegeben, was hier abgeht. Die ganzen Typen und so, die wusste ja gar nicht. Die ist ja nur groß geworden mit Altklamotten und was bei ihnen nicht alles. Und ihren Drachen. Ihren geliebten Drachen ist sie groß geworden. Ja, und jetzt auf einmal war die da in so einem Wahnsinnsgewusel da und hatte dann so einen als Freund. Ne? Fand ich auch so stark. Kennt ihr noch die erste Szene? 1977? Wer war es? Lea. Kennt ihr noch die Szene? Ich glaube 2018 war es. Wer? Lea war es, genau. Umarmt den Chewie. Ach, herrlich.
Schon mal gut, dass C3PO nicht hier war. Also wenn der jetzt hier gewesen wäre, der hätte uns immer, was war da, Mensch, Druidenkontakter, ne? Ist klar. Dann hätte er uns einer erzählt, warum, ja genau, warum hat er so einen roten Arm gehabt bei 7? Das hat man bis jetzt noch nicht rausgefunden. Ne? Oh doch. Weil es gibt ja Nerds. Jetzt, meine lieben Nerds, ich danke für das Comic. Also, der kleine goldene Mann ging da durch so einen Wald entlang und dann kamen so Schlingpflanzen. Und die Schlingpflanzen haben ihm den Arm abgerissen. Ne? Und den haben sie ihm nicht mehr wiedergegeben. Und jetzt wollte er nicht mehr ohne Arm durch die Gegend laufen, hat er sich den ersten gegriffen, den er hatte, und der war rot. Oh. Jetzt ist das auch. Super. Warum der rot war. Cool, ne? Ja. Hätte man an sich bei 8 aufdecken müssen. War der überhaupt dabei? Ja. Hat mir gar nicht aufgefallen. Doch, der hat auch Luke gesagt, Master Luke. Und ach, die paar Sekunden. Die Luke. Da war ja nur das Gesicht und dann. Aber ich fand stark, wie sie den geändert haben, ne? Wie er da so richtig aufgetaucht ist, so glatt rasiert, nicht mehr alt ausschaut, so richtig jung, nur von 60 auf 40 getrimmt. Und dann haben sie den niedergebombt bis zum geht nicht mehr. So bekloppt ist nämlich auch die erste Ordnung, denn die Imperialisten waren genauso bescheuert. Wer ist denn von euch einfach immer? Genau, ich werde immer angegriffen von der ersten Ordnung. Ja, die greifen wir immer an. Ja, natürlich bin ich ein Rebell. Merkt ihr eigentlich nicht? Ich bin ein Rebell, aber bin viel rebellischer, wie ihr euch vorstellen könnt. Oh, ja, ich nehme sogar die Merkel auseinander, wenn ich Zeit habe. Aber heute habe ich erst einmal den Linden einen erzählt. Ob er mir die Antwort gibt, weiß ich noch nicht. Aber egal. Weil ich will da einiges wissen. Aber egal. Aber wirklich, das war doch immer. Ihr merkt doch, Star Wars macht so viel Spaß. Gut, ich bin jetzt ein Kameraist, also ich bin einer, deswegen die beiden Jungs haben das noch nicht kennengelernt, aber das werde ich aus den beiden auch noch rausholen, dass die Lust haben, vor der Kamera richtig Gas zu geben. Spoiler-Alarm. Wir gucken aber nicht dazu. Ja, ganz einfach. Und wir sagen ein, zwei Worte, dann geht es gleich wieder in BAM! Ach herrlich, das wollte ich nämlich. Das ist die nächste. Okay, erzähl, leg los. Ah, hau rein. Nee, jetzt nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Du, hau rein. Was los, Mittagspause oder was? Genau, macht's gut. Ach ja. Turn it up! Turn it!